Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen back zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Und als allererstes will ich mich für 350.000 epische Zuschauer bedanken. Es sind wirklich mittlerweile eine sehr große Menge. Ich glaube, ich bin beim Zählen, also ich habe auf ungefähr 320.000 aufgehört, so wirklich mitzuschauen immer und immer wieder. Und irgendwie auf einmal waren es dann 300, jetzt mittlerweile wieder 352.000. Es ist wirklich extrem krass, wie der Kanal wächst. Und ich will auf jeden Fall diese Vlogs beibehalten, wo ich mich dafür bedanke quasi, dass ihr quasi meine Videos schaut und dass ihr quasi den Kanal abonniert habt. Und epische Zuschauer seid, weil ich es einfach... Also ich will auf jeden Fall meinen Zuschauern das Gefühl geben, dass jede einzelne Person hier wichtig ist. Und egal, wie viele Leute hier drauf kommen auf diesen Kanal, dass die Person trotzdem ihr Wert behält. Also es ist nicht so, dass man quasi einer von vielen ist, sondern man ist einer der vielen, die diesen Kanal supporten. Und jeder einzelne ist wichtig für diesen Kanal. Und deswegen wollte ich mich einfach nochmal bedanken dafür, dass ihr quasi hier seid, diese Videos schaut, diese Videos bewertet und das Ganze, diese Videos kommentiert vor allem. Und einfach nur, dass ihr quasi da seid und ja, das ist ganz toll. Es bleibt natürlich nicht bei einem Dankeschön, es wird natürlich noch mehr kommen, vieles mehr, was ich erwähnen will. Und zwar das erste, ihr habt wahrscheinlich schon bemerkt, ich lade momentan 3 Videos am Tag hoch. Das wird so bleiben, und zwar gestern und heute kamen Videos um 16.30 Uhr hoch. Für die Leute, die das nicht bemerkt haben, die sollten mal vorbeischauen. Gestern kam zum Beispiel Superhot Part 2 hoch um 16.30 Uhr und heute kam Minecraft Ender Games hoch um 16.30 Uhr. Deswegen, ja, ein paar Leute wissen das nicht, ich wollte es nur mal anmerken, ganz kurz, dass jetzt auch Videos um 16.30 Uhr hochkommen. Ich glaube, ich sollte meinen Banner ändern. Und ja, nur mal so zur kleinen Info, also das ist ganz toll. Ja, also könnt ihr jetzt auch mal mehr Videos schauen, wieso nicht. Sollte ich allerdings das Video um 16.30 Uhr nicht schaffen, dann kommen zwar nur Videos um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, die kommen hundertprozentig, aber das Video um 16.30 Uhr kommt auch immer. Nur im Notfall lasse ich das Video um 16.30 Uhr ausfallen, aber nur im Notfall. Also es kommt immer. Aber wenn ein Video ausfallen muss, dann das um 16.30 Uhr, okay? Die anderen zwei kommen definitiv hundertprozentig immer. Aber das um 16.30 Uhr kommt auch hundertprozentig immer. Aber im Notfall kommt das nicht. Nur im Notfall. Eine weitere coole Sache, die ich erwähnen muss, ist, dass jetzt bald T-Shirts kommen werden. Das Ganze wird so, wird von ShirtTube geleitet. Und zwar der Chef von ShirtTube, der wird nächste Woche zu mir kommen. Wir werden essen gehen, wir werden alles bestimmen. Und dann wird es T-Shirts, Unterwäsche... Badass-Unterwäsche natürlich, damit die Frauen Bescheid wissen. Auch Frauenkleidung, ich versuche da was zu machen, dass es auch für Mädels Kleidung gibt. Und ja, es wird viele verschiedene Kleidung geben, wie auch Socken und alles. Aber natürlich größtenteils Shirt, wo irgendwas mit Badass draufsteht natürlich oder episch oder wie auch immer. Deswegen, ja, ich persönlich bin der Fan von Kleidung, die man halt auch draußen tragen kann. Das Ganze wird dann so passieren, dass er zu mir kommen wird. Wir werden quasi planen, was für Shirts wir rausbringen wollen. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt es in die Kommentare einfach. Und dann werde ich für meine Shirts modeln quasi. Also wir werden dann irgendwo hinfahren, wir werden Fotos machen und dann werde ich meinen eigenen Shop gestalten. Und ja, viele haben mich schon danach gefragt, ob ich mal mit Shirts anfangen will, also Merchandise. Und ich habe es nie wirklich gemacht, weil ich nicht so die Interesse daran hatte. Aber die Anfrage war dann doch so hoch, dass ich mich dann doch dafür entschieden habe. Also ja, das wird sicherlich ziemlich cool. Dann gibt es noch etwas und zwar, ich habe mir überlegt, ein Intro zu machen. Und zwar, also es soll so ein Intro werden, es soll ein sehr, sehr kurzes Intro werden. Also es soll nicht irgendwie... nicht mal 40, 20 Sekunden gehen, vielleicht 5 Sekunden oder sowas, das Intro soll das gehen. Und zwar, wo ich quasi sage, das ist badass. Und so funktioniert das Ganze so, dass ich den besten Ausschnitt des Videos oder den spannendsten vor das Intro tue, dann kommt das Intro, das habe ich damals auch mal so gemacht, machen viele YouTuber auch so. Also es ist ziemlich, ich mag das, mir gefällt das sehr, muss ich sagen. Also quasi ein Pre-Intro, das Intro, was mir von meinem Zuschauer gemacht wurde und dann... das Video quasi, also wenn ihr versteht, und das Intro soll so aussehen, wo ich irgendwie sage, das ist badass und dann irgendwie irgendwas, weiß nicht, irgendwie explodiert irgendwas und dann kommt das eigentliche Video, also quasi ein Intro, was ungefähr 5 Sekunden geht, was nach dem Pre-Intro kommt und dann kommt das eigentliche Video, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, es soll auch, wie gesagt, sehr, sehr kurz sein. In der Beschreibung habe ich eine E-Mail verlinkt. Das ist meine epische Zuschauer-E-Mail. Da lese ich fast alle E-Mails, die ihr mir schickt. Also es ist ganz wichtig, dass ihr einen Betreff reintut, damit ich sehe, um was es geht. Und mit dem Betreff Intro sehe ich dann, dass ihr quasi ein Intro für mich machen wollt. Am besten ist es, wenn ihr einen eigenen Kanal habt und
der Gewinner wird. Mit dem Gewinner werde ich eine Runde Minigolf auf meinem Kanal spielen. Das Spiel, was ich gestern um 20.30 Uhr gespielt habe mit Schneider Schnalz. Und ja, das, dann werden wir quasi zocken. Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Keine Ahnung, ob das ein fairer Deal ist. Aber ja, ich weiß nicht. Mehr kann ich nicht bieten, glaube ich. Deswegen, ja. Das wird ganz toll. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, schickt mir einfach unter epische Zuschauer. Dort könnt, seht ihr die E-Mail-Adresse. Macht damit vor allem, wenn ihr gut mit Intro seid. Es soll kein langes Intro werden. Es ist nicht die größte Arbeit, weil es nicht lange sein wird. Aber trotzdem, als Dankeschön will ich dann halt so ein Video machen. Oder je nachdem, was sich der Zuschauer dann wünscht quasi. Natürlich könnte ich nicht alles machen, aber das Mindeste, ich glaube, ein Video mit ihm, das wird ganz spaßig. Das Spiel ist cool, ich habe es gestern gezockt, es macht verdammt viel Spaß. Habe ich aber auch in den Kommentaren gelesen, dass es alt sein soll, aber es interessiert mich nicht wirklich, ob es alt ist oder neu. Aber ja, das war's mit den Themen, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich lasse mich vor, dass wir euch stehen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniere jetzt mal deutsche Beispiele. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen, dann sage ich irgendwann noch 3, 2, 1. Schau auf die Leute, mein Name ist Danny.